Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein XXXL aufgebraucht Video für dich. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es wird noch was zu gewinnen geben, was es zu gewinnen gibt und so weiter. Zeige ich dir, sage ich dir im Laufe des Videos und alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Genau. Ja, es ist ziemlich viel geworden. Ihr habt mich darum gebeten, dass ich die ganze Haushaltsgeschichte auch mal mit reinnehme. Ich habe jetzt nicht alles mit reingenommen. Ich habe ein paar Sachen aus dem Bereich Haushalt mit reingenommen, wo ich ein bisschen was zu sagen wollte. Und ja, aber es soll ja hauptsächlich hier bei mir um Beauty gehen. Ja. Gut, ich habe die ganzen Sachen alle jetzt so im April, Mai leer gemacht ungefähr und jo, lege jetzt einfach mal los. Dann nehme ich das erste Produkt und zwar ist das von Karma Mayu Hero Age Defense PH Solution 02. Das ist so ein Körpertoner, würde ich mal dazu sagen. Das war in der Box mit drin. Ich glaube, das war tatsächlich... Hier ist der Fokus. Hallo Kamera. Naja, ich glaube, das war in der Goodiebox mit drin. Ich habe das aufgebraucht, aber ich fand es... Zum einen anstrengend, das zu verwenden, weil du verwendest das nach dem Duschen und vor dem Eincremen. Das heißt, du cremst dich praktisch zweimal ein. Das hat mich schon mal genervt. Und dann war halt auch noch das Problem, dass, ja, man geklebt hat. Und ich weiß nicht, ich habe auch keinen Effekt gesehen. Und irgendwie hat mir das nicht gefallen. Deswegen, nee, würde ich jetzt nicht empfehlen, würde ich auch nicht nachkaufen. Dann aus dem Bereich Haushalt, Duftmüllbeutel mit Tragegriffen, mit frischem Limettenduft, den finde ich ganz gut. Den kann man auch, also die Müllbeutel kannst du auch ganz gut verwenden. Wenn du so eine Ikea-Geschichte hast, da haben wir unter der Spüle so ein Mülleimer-Kombinationsvieh, was du rausziehst. Da haben wir zwei große und zwei kleine drin und in die großen passen die richtig gut rein. Ich nehme die dann immer, dann gehe ich mit den Armen immer so in diesen Müllbeutel rein und dehne die dann so ein bisschen mit meinen Armen auf und dann passen die halt wirklich gut rein. Ne? Also deswegen, die sind ein bisschen zu klein, aber gedehnt funktioniert das. Ich habe gemerkt, dass die mit den Tragegriffen funktionieren, aber die mit dem Zugband natürlich nicht, weil die kannst du nicht dehnen. Ich hole Horst, echt. Also das, ja, musste ich auch erstmal raffen. Genau, ja. Aber ansonsten mit frische Duft finde ich auch immer ganz nice, weil dann hast du einfach so einen kleinen frische Duft noch ein bisschen mit in der Küche. Also jetzt nicht so ultimativ, aber es stinkt halt nicht in der Küche, wenn du da vielleicht mal Stinkemüll reinmachst. Dann habe ich diese Maske hier verwendet von Dalton, denn ich mache ja aktuell den zweimonatigen Dalton-Pflegetest, dass ich die Produkte verwende. Und da habe ich ab dem 1. Mai zwei Wochen Pflege umgehabt und konnte dann Masken verwenden. Und diese Maske habe ich unter anderem verwendet. Ich habe aufgeschrieben, also das ist so eine ganz witzige Maske. Ne? Das ist eine Tuchmaske, die legst du dir drauf und dann kommen Bubbles und dann siehst du aus wie super witzig. Wirklich, ich habe mich weggeschmissen, ich habe da eine Insta-Story zugemacht. Falls du mir noch nicht folgst, tu das sehr gerne. Ich heiße AIYP, das ist Claudia rückwärts und ein P dahinter. Da poste ich dann immer gerne so, ja, wenn ich mir solche Masken ins Gesicht gebe. Ich fand die Maske an sich, das ist übrigens die Face Care Oxy Infusion Oxygen Bubble Mask, genau. Die fand ich an sich ganz gut und auch während der Anwendung. Ich fand die klasse. Die war richtig geil, die war fancy, die war toll, die hat geschäumt, die hat sich nachher super abnehmen lassen. War halt ein Vlies, abwaschen, fertig, alles tutti. Die Haut war richtig schön weich, hat mir gut gefallen. Aber leider habe ich danach eine Orangenhaut bekommen. Ich habe Ausschlag gekriegt. Das hat nicht so gut funktioniert. Ich habe auch dem lieben Team von Dalton dazu geschrieben und habe auch gesagt, dass ich die dann zwei Wochen später nochmal versuchen werde. Ich habe die jetzt just mir gerade erst verwendet, deswegen habe ich da jetzt noch so die letzten Auswüchse, sage ich mal, in meinem Gesicht und das ist sehr, sehr unangenehm. Aber ja, ich werde sie dann nochmal versuchen, so in ein, zwei Wochen und schauen, ob das vielleicht gerade so an Wetterumschwung lag oder wie auch immer. Vielleicht habe ich auch irgendwas Falsches gegessen und deswegen ist es gekommen. Ich möchte das nicht hundertprozentig dieser Maske zuordnen. Der möchte ich tatsächlich dann nochmal eine Chance geben, einfach weil ich einfach diesen Test mache und wirklich euch dann ja auch ein Video dazu abdrehen werde, wo ich eine ganz umfassende Review zu den ganzen Produkten nochmal geben werde. Und das heißt, dass die jetzt auch nicht direkt im Müll landet oder so. Die wird ja zur Seite gelegt, eben für das Video, wo ich dann nochmal drüber sprechen werde. Ja, aber das war dann halt leider die Erfahrung, die ich gemacht habe. Das war etwas bitter. Dann haben wir hier von Wizard Profi-Reiniger Kamin- und Ofenglasreiniger leer gemacht. Das ist ein Produkt. Wir haben ein, ich glaube von Aldi kommt das, Aldi Nord. Wir haben bei uns im Wohnzimmer einen Kamin stehen und ja,
Da wird sowas verwendet für das Kaminglas halt. Und den verwenden wir natürlich auch ganz normal für den Ofen, also für den Backofen, ne, in der Küche. Und den kannst du auch verwenden für deinen Grill draußen. Ich fand den ganz gut. Also damit kann man wohl arbeiten. Ist jetzt nicht so das Nonplusultra. Das Nonplusultra ist irgendwie so ein Sprühgedöns. Das kriegst du, glaube ich, auch im Aldi. Das ist in so einer großen Sprühflasche. Also nicht in so einer Sprühe, sondern halt so eine Aluminiumdose halt. Die finde ich ein bisschen besser. Die hier ist okay. Dann habe ich eine Spülung leer gemacht von Alcina. Die war im Adventskalender mit drin. Die Hyaluronspülung 2.0. Pflege, Feuchtigkeit, ja. Hat jetzt nicht für Ewigkeiten gereicht. Ich glaube, eine Woche bin ich damit ausgekommen. Die hat mir ganz gut gefallen. Die hat die Haare auch wirklich schön genährt. Also die Haare haben sich wirklich gut danach angefühlt. Die haben sich schön leicht durchkämmen lassen. 1A hat mir richtig gut gefallen. Wäre mir aber wahrscheinlich zu teuer, um es nachzukaufen, um ehrlich zu sein. Dann haben wir hier von OHB eine Zahnbürste leer gemacht. Die habe ich zum Putzen verwendet. Also wenn wir solche Einmalzahnbürsten haben, dann nehme ich die zum Putzen oder mein Freund nimmt die zum Putzen. Nicht für die Zähne, sondern fürs Haus. Weil manchmal gibt es einfach Stellen im Haus, da kommt es ja nicht mit der normalen Bürste, mit dem normalen Schwamm dran, dann nimmt man sich so eine Bürste, Zahnbürste. Ne? Und solche Zahnbürsten, die haben wir entweder mal gekauft für Geschäftsreisen oder so und im Bedarfsfall wird sie dann halt fürs Putzen verwendet, weil aktuell findet sowas ja nicht statt. Oder ich habe sie halt in Boxen drin gehabt, diese Bambuszahnbürsten und so. Genau, ja, nur dafür benutze ich sowas. Dann habe ich hier von Le Parfumeur Wiesenflair Deodorant leer gemacht. Das hat leider null geschützt. Der Duft war in Ordnung. Also das war schon sehr parfümiert, hat sehr, sehr weiblich gerochen, sehr blumig. Aber es war halt eher ein Bodyspray und Bodyparfüm, als dass es ein Deo gewesen wäre. Also ja, Deo in dem Sinne, dass es dann ja quasi die Gerüche überdeckt. Ja, aber kein Antitranspirant. Ich glaube, das soll es auch gar nicht gewesen sein. Ohne Aluminiumsalze, ohne Farbstoffe für alle Hauttypen geeignet. Wahrscheinlich lag es auch daran. Hat mich überhaupt nicht geschützt. Null. Das fand ich doof. Das heißt, das würde ich auch so nicht empfehlen. Dann habe ich von der lieben Vanessa, Mrs. Rosa Rot, ein Produkt leer gemacht. Das ist ihr Körperpeeling gewesen, was sie mir mal geschickt hat. Das klebt hier auch sehr schön, gerade alles. Ich habe schon Nachschub geordert. genau, mit Liebe gemacht, auf jeden Fall. Also das war ein cooles Peeling, was mir auch sehr gut gefallen hat. Ich mag auch wirklich diese selbstgemachten Peelings. Es ist nur wirklich eine große Überwindung, unter der Dusche zu stehen, sich gerade abgeduscht zu haben und sich dann mit sowas dreckig zu machen. So ist jedenfalls mein Empfinden. Weil ich finde, diese Peelingkörner, das ist zwar Zucker oder Salz oder beides halt, ne? Aber trotzdem ist es halt immer so braun und irgendwie fühlt man sich so, aber es peelt schön. Es hat auch wirklich eine schöne Pflege noch gegeben. Also da schaut gerne bei Vanessa, Mrs. Rosa Rot vorbei. Die hat auch ein cooles Rezept für. Die zeigt ja ihre ganzen allgemeinen Beauty-Rezepte auf YouTube, ne? Deswegen schaut da gerne vorbei. Hat mir gut gefallen. Habe ich nachgeordert, definitiv. Aber manchmal muss ich dann tatsächlich auch nochmal zu den herkömmlichen ausweichen, weil es irgendwie einfach, ich weiß nicht, ich weiß es einfach nicht. Es ist so ein Gefühl, ich bin wie ich bin. Und dann habe ich hier eine Kosmetiktücherbox leer gemacht. Da werden die glatten Seiten aufbewahrt und dann für Karten weiterverwendet. Die stehen bei uns tatsächlich nicht hier im YouTube-Zimmer, also auf meinem Schminktisch oder so. Hier habe ich Handtücher, die stehen bei uns beim Essenstisch zum Beispiel und die nimmt man dann einfach, wenn man irgendwie gekleckert hat, wenn man den Mund dreckig hat, keine Ahnung. Ja, auch bei uns erwachsene Menschen kommt das durchaus vor. Ja, ne, dafür nehme ich die oder zum Naseputzen oder so deswegen. Also da stehen die dann bei uns, aber so häufig wird sowas bei uns nicht leer. Wie gesagt, das wird auch bewahrt. Kommt hier zur Seite und nicht in den Müll. Dann habe ich hier, das ist gestern leer gegangen, von Revlon, war auch im Adventskalender mit drin. Flusen, na toll. Professional Unique One Green Tea Scent Hair Treatment. 10 Benefits, ja. Das ist so eine Sprühkur, sage ich mal, gewesen. Ich mache mir das ja immer. Ich muss irgendwann mal echt meine Haarroutine abdrehen. Das mache ich, wenn ich Urlaub habe. Ende Mai. Überhaupt kein Problem, kriege ich hin. Habe ich bislang nur noch nicht hingekriegt. Genau. Das hat mir gut gefallen. Hat die Haare schön weich gemacht und hat aber nicht lange gereicht, leider. Ist, glaube ich, auch relativ teuer, deswegen würde ich mir das auch nicht nachkaufen. Aber ich habe es genossen, dass es im Adventskalender mit drin war und dass ich das testen konnte für 2-3 Mal. Wenn ich aus der Dusche komme, das habe ich euch auch schon mal abgefilmt tatsächlich, dann nehme ich meine Haare einfach ins Handtuch und dann creme ich mich ein, mache eine Maske, Tüdelü, sowas alles und dann mache ich die Haare aus dem Handtuch raus, beziehungsweise aus diesem Hair Towel Gedöns, was ich jetzt ja mittlerweile habe, zum Haarturban machen.
Und genau, dann mache ich mir eine Sprühkur rein, damit ich durch meine Haare durchkomme. Ja, und das hat gut funktioniert. Dann lasse ich die auch einfach Luft trocknen und dann war es das auch mit meiner Haarroutine. Easy. Ja. Ne? So viel dazu. Dann habe ich hier aktuell noch in Verwendung von Sebamed, seifenfreies Waschstück. Fürs Gefühl ist es geil, muss ich wirklich sagen. Das ist wirklich toll fürs Gefühl, dass man einfach denkt, yay, ich habe hier irgendwas ultranatürliches, ultracooles. Aber ich finde, dass es irgendwie nicht diese Sauberwirkung gibt. Es ist ja extra auch so, dass es so ein seifenfreies Waschstück ist und mega geil. Und hast du nicht gesehen, medizinische Hautpflege für sensitive Haut, bla bla. Aber es ist mir irgendwie ein Stück weit zu sensitiv. Also ich brauche eigentlich manchmal, um dieses Gefühl von, ich habe jetzt richtig krass saubere Hände, brauche ich richtig irgendwie so eine aufschäumende Seife, wo man richtig, ne, Happy Birthday singt und sich ordentlich lange die Hände einschäumt und das rockt voll und nicht so ein Waschstück, was ich mit drauf mache und dann so, ja, ob ich jetzt Wasser drauf hätte oder das ist jetzt auch kein Unterschied. Deswegen, ja, würde ich mir wahrscheinlich eher nicht nachkaufen. Ja, hier habe ich letztens erst im Haul gezeigt, nun schon leer. Von Denk mit Maschinenpfleger, zweifach stark, habe ich direkt für die Spülmaschine verwendet. Sie hat sich sehr darüber gefreut, hat sich großartigerweise bei mir bedankt mit einem wundervollen Frischeduft. Ja, mache ich einfach fürs Gefühl, finde ich ganz praktisch. Machst du so rum, einfach in den Kasten von dem Besteck rein und lässt die Maschine dann bei einem entsprechenden Waschprogramm ab 60 Grad oder 70 Grad durchlaufen. Und danach ist alles wundervoll und es gibt einem einfach ein ordentlicheres Gefühl von Sauberkeit. Natürlich mache ich auch mein Waschmaschinen-Sieb und dieses ganze Auffanggedöns. Ich mache das ja auch regelmäßig sauber und so. Aber das hier gibt einem das Gefühl von, ich kümmere mich um meine Geräte. Irgendwie. Gut, dann habe ich eine Pflegedusche leer gemacht von Nivea. Baby, it's cold outside. Ja. Oh, das ist gut gerochen. Das war so süß und leicht nach Kakao und sehr, sehr angenehm, sehr zart. Und das habe ich genau zu dem Zeitpunkt verwendet, wo es hier fast 25 Grad war. Das war ziemlich witzig. Aber ja, ich habe es sehr, sehr genossen. Und das war halt wirklich eine Pflegedusche. Das heißt, du bist aus der Dusche rausgekommen, hast dich abgetrocknet und die Haut hat nicht gespannt. Ich habe ja wirklich trockene Haut. Gerade so, ne, auch Körper ist bei mir sehr trocken. Das muss jeden Tag eingecremt werden. Und das kommt auch daher, dass ich jeden Tag dusche, aber andere Geschichte hier noch. Ja, habe ich von Jana im Adventskalender gehabt. Die habe ich richtig gut gefunden. Vielen, vielen Dank. Hat mir echt Spaß gemacht. Duft von wohltuendem Kakao. Leider eine Limited Edition, deswegen bin ich gar nicht allzu sehr schwer. Dann habe ich etwas leer gemacht von Sanotat. Das sind die Bierhefetabletten. Ihr habt gesagt, ihr wollt Haushalt, ihr bekommt Haushalt. Dann bekommt ihr auch sowas. Benutze ich seit 3 Jahren. Grob, ja, seit 3 Jahren. Für Haut, Haare, Nägel, da wird das immer wieder nachgekauft. Finde ich richtig, richtig gut. Ob das jetzt von Sanotakt oder von was auch immer ist, was mir gerade so in die Hände fällt. Es ist eine Nahrungsergänzungsgeschichte, aber was ich halt bei Bierhefe gut finde, es ist eine natürliche Geschichte. Denn du trinkst Bier, dann kannst du dir auch die Bierhefetabletten reinknallen. Das finde ich vollkommen in Ordnung. 100% natürlich steht hier auch drauf. Klassiker mit Biotin für schöne Haare und gesunde Haut. Mit Natur aus, mit 6 B-Vitaminen. Und das ist auch für Veganer geeignet. Finde ich echt klasse und deswegen wird es immer wieder nachgekauft. So, achso, morgens 5 und abends 5. Dann habe ich von Philip Kingsley Daily Damage Defense ein Daily Leave-In Conditioner leer gemacht. Auch das wieder so ein Leave-In Spray, genauso wie das von Revlon. Finde ich richtig gut. Auch das wieder aus dem Adventskalender. Ich habe echt versucht, einige Adventskalender-Produkte auch mal leer zu kriegen. Ne? Denn es dauert nicht mehr lange, dann geht die Saison wieder los, Leute. September, hier Oktober, dann haben wir hier wieder die Weihnachtsmütze auf. Den roten Lippenstift habe ich schon drauf und dann geht die Party ab. So. Ist so. Und ja, das war ein schönes Leave-In, würde ich mir aber halt auch nicht nachkaufen, weil es einfach echt teuer ist. Aber es hat gut gerochen, es hat die Haare schön gemacht. Und du merkst einfach den qualitativen Unterschied, ne? Also, sonst benutze ich ja immer die von Glisskur und jetzt habe ich mir die aus dem Adventskalender gegönnt und habe da einige von verwendet und muss wirklich sagen, Leute, die sind besser. Ja, die machen die Haare schöner. Ja. Ja, aber ich würde sie nicht kaufen, weil sie mir einfach zu teuer sind. Und das ist bei mir ein Verbrauchsgut. Das ist genau wie mit Duschgel. Da würde ich mir auch nicht so ultra teure Sachen kaufen. Noch eine weitere Spülung aus einem Adventskalender habe ich leer gemacht. Und auch von Alcina Luxuspflege für Winterhaar. Joa, war da auch kein Winterhaar mehr bei mir, ne? Nö, draußen 25 Grad und ich knall mir das rein. Kaschmirspülung, richtig schön. Das war noch besser als das mit Hyaluron, weil das hat die Haare wirklich so geschmeidig gemacht, ne? Das war echt toll. Da sind bestimmt auch 5 Milliarden Silikone oder sowas drin, keine Ahnung. Aber es hat mir einfach gut gefallen, hat
für zwei Anwendungen gereicht. Ne? Das war halt ein kleines Produktchen. Dann habe ich hier OBs leer gemacht, OB Pro Comfort. Das waren die Mini-Viecher, die hatte ich in dem A-Z-Tauschpaket drin. Und ja, ich benutze zwar meine Menstruationstasse, aber ab und an muss es halt auch einfach mal ein Tampon sein. Wenn ich morgens nicht entspannt genug bin und das Vieh nicht reinkriege oder wie auch immer, dann nehme ich mir ein OB oder wenn ich einfach einen stärkeren Tag habe oder so. Ja, also seitdem ich die Pille abgesetzt habe, ist es bei mir ja sowieso, dass ich im Prinzip nur 2 Tage lang meine Tage habe. Das ist echt hammermäßig. Mein Körper hat sich sehr, sehr umgestellt. Er stellt mich immer wieder vor Herausforderungen, um das mal so zu sagen, aber trotzdem würde ich es jedem immer wieder empfehlen, sich einfach mal mit der Frauenärztin zusammenzusetzen und über das Thema zu reden, wenn man die Pille noch nimmt, ob das überhaupt für den Körper so gut ist. Vielleicht hat man ja die eine oder andere Nebenwirkung, die man mal äußern sollte. Bei mir war es zum Beispiel die Migräne, die mich sehr, sehr beschäftigt hat. Dann die Stimmungsschwankungen, die bei mir sehr, sehr intensiv waren und echt, die mich fertig gemacht haben. So, seitdem ich die Pille abgesetzt habe, seit circa 2 Jahren müsste das sein, geht es mir deutlich besser. Wirklich, ja. Das einfach nur bei den OBs, wie auch immer ich darauf gekommen bin, wegen der Periode. Genau, Periode. Ja. Okay, dann habe ich hier eine weitere Spülung leer gemacht. Auch die war in einer Beautybox mit drin. Ich glaube, aus der Look Fantastic oder aus der Goodiebox hatte ich die. Ist nicht die Goodiebox? Beaver. Beauty Pure and Expert Cherry Blossom Conditioner. Balanced, softened and weightless. Leute, der hat so gut gerochen nach Kirschblüte. Mega geil. Das hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Ja, aber auch das wieder ein Produkt, was ein Verbrauchsgut ist und das ich nicht nachkaufen würde. Ich freue mich ja, wenn ich solche teuren Produkte in Beautyboxen mit drin habe, dass ich die dann verwenden kann und darf. Ja, aber selber kaufen? Nein. Ehrlich. Ja. Eine Handcreme habe ich leer gemacht, die war auch in einer Box mit drin, sehr, sehr bestimmt, die habe ich nicht selber gekauft. Von Charlotte Manson, die Winterhandcreme, es sind viele, viele Winterprodukte leer gegangen. Mit zartem Mandelmilchduft, die stand bei mir am Bett, die fand ich richtig nett, einfach um rein rauszuhauen. Ja, die hat die Hände gut gepflegt, die ist schön eingezogen, der Duft war sehr, sehr zart. Also dieser Mandelmilchduft hat mir echt gut gefallen und ja, das ist aber ein cooles Produkt, was ich wirklich empfehlen kann. Und ich glaube, Charlotte Manson oder Manson, die sind gar nicht so ultra teuer. Ja, ne? Die hat mir auf jeden Fall richtig gut gefallen. Dann habe ich auch fürs Bett von Rituals, Ritual of Ying, das Deep Sleep Pillow Mist leer gemacht. Das ist dieses hier. Das hatten wir auch letztens in Boxen mit drin, sogar in 2 Boxen aufeinander folgend. Das heißt, also einmal in einer Goodie Box hatte ich das mit drin und ich glaube einmal in einer Glossy Box. Das habe ich tatsächlich selber verwendet. Das andere habe ich aufbewahrt für meine Schwiegermama in Spee. Da mache ich eine Rituals-Box, die hatte Geburtstag, es war Muttertag und so weiter und so fort. Und die bekommt einfach demnächst eine Rituals-Box, sobald wir uns wieder sehen dürfen. Genau, das hat mir gut gefallen, das habe ich einfach bei uns aufs Bett gesprüht. Und ich muss wirklich sagen, seitdem wir diese Sprays auch in den Boxen mit drin haben, werde ich dazu verleitet, endlich morgens mal das Bett zu machen. Das habe ich sonst nie gemacht. Nie. War viel zu faul dafür. Aber jetzt möchte ich dieses Feeling halt bekommen von, oh, es riecht alles so schön, es sieht alles so schön aus und ne? Crazy. Aber so ist das. Das hat mich dazu verleitet und deswegen bin ich diesem Produkt auch sehr, sehr dankbar. Das heißt, ich mache mein Bett morgens, sprühe das auf mein Kissen, sprühe das auf oder auf unsere Kissen, sprühe das auf unsere Bettdecken und lasse dann das Fenster auf. Abends, wenn ich dann ins Bett gehe, hast du dann im ganzen Raum so einen wirklich leichten und dezenten Duft von Lavendel und von es ist alles wundervoll und sauber und schön und gemütlich und leg dich ins Bett und schlaf einfach. Hat mir richtig gut gefallen und deswegen, ich habe noch einige da, die ich auch in Boxen hatte, von This Works. Und wenn die irgendwann mal leer sind, dann werde ich mir sowas auch nachkaufen. Ich habe gehört, dass es sowas auch im Rossmann gibt. Es muss nicht das teure Ding von Rituals sein, weil ich glaube, allein dieses kleine Vieh mit 20 Milliliter kostet 5 Euro oder so. No thanks. Aber allein diese Produkte, sage ich jetzt mal prinzipiell, gefallen mir unfassbar gut. Ja, hier habe ich nämlich schon das von This Works, das Deep Sleep Pillow Spray. Das ist dieses hier. Das ist ebenfalls leer gegangen. Ne? Da bin ich jetzt wirklich sehr vehement dabei, die zu verwenden. Das heißt, die werden jetzt auch immer wieder in den Aufgebrauch-Videos landen. Und ich muss sagen, dass mir das Ritual of Ying besser gefallen hat als das Deep Sleep Pillow Spray von This Works, weil das Deep Sleep Pillow Spray doch sehr stark nach Lavendel gerochen hat, wohingegen das von Rituals noch irgendwie so einen sanft cremigen Unterton hatte. Keine Ahnung. Dann habe ich aufgebraucht von Natural Antica
kann kein Mensch aussprechen, das feste Shampoo, das Revitalisierende. Das habe ich, glaube ich, genau, für trockenes Haar, das habe ich im Rossmann gekauft. Das hat mir gut gefallen, das hat mir richtig gut gefallen. Es hat auch geschäumt, also ich habe so ein Seifensäckchen einfach bei mir in der Dusche gehabt, habe das dann da reingemacht und immer wenn ich es dann gebraucht habe, also damit es halt trocknen konnte, ne? Und immer wenn ich es gebraucht habe, habe ich das aus dem Seifensäckchen rausgenommen, habe das dann mit ein bisschen Wasser in den Händen aufgeschäumt, habe dann das erste Schaumgedöns, was ich habe, so in die Haarspitzen, in die Haarlängen so einmassiert, dann habe ich das nochmal aufgeschäumt und bin dann auch mit dem Vieh über die Haare drüber und habe das dann richtig eingeschäumt. Es hat auch richtig schön geschäumt, also überhaupt nicht irgendwie, dass du denkst, oh mein Gott, es schäumt nicht oder keine Ahnung, es macht nicht sauber. Doch, es macht sogar fast ein Stückchen zu sehr sauber, weil da sind, glaube ich, gar keine Silikone drin oder sowas. Und ich bin ja so ein Silikon-Fan, was meine Haare angeht, weil ich mag das ja einfach, weil ich bin ja mit glatten Haaren unterwegs und keine Ahnung, aber das ist zertifizierte Naturkosmetik, das ist plastikfrei, es hat eine vegane Formel und ne, also für die Leute, und es riecht halt auch einfach gut. Das war, glaube ich, mit Aloe Vera, nee, mit Olive, aber gut gerochen. Ja, hat mir richtig gut gefallen und ja, würde ich tatsächlich empfehlen und nachkaufen, weil es auch gar nicht so sackteuer ist, ne? Ja, dann habe ich ein Fixing Spray leer gemacht und zwar von Revolution, das Glow Fix Illuminating Fixing Spray, genau, ja. Das habe ich sowohl als auch verwendet, sowohl als Fixing Spray über dem Make-up so, dass ich das Ganze nochmal fixiert habe, als auch, um meine Schwämmchen zu befeuchten. Weil ich das jetzt nicht so ultra gut finde. Ich habe da mittlerweile meine Lieblinge, zu denen ich eigentlich hauptsächlich greifen möchte. Und da zählt das hier nicht unbedingt zu. Das wäre das von MAC, das Fix Plus, die Fixe Trixie von Mrs. Rosa Roth und von Urban Decay, der All Nighter. Also das sind die drei Fixing Sprays, die ich safe auch in meiner Sammlung behalten will, weil ich die gut finde, weil ich die richtig, richtig gut finde. Sowas ist dann einfach, ich brauche es einfach auf und bin dann froh, wenn ich es aufgebraucht habe. Okay, ja. Aber es ist dekorative Kosmetik und die sammle ich ja auch übers ganze Jahr, um dann am Jahresende zu schauen, wie viel ich überhaupt insgesamt aufgebraucht habe. Aber auch, ja, sowas gehört dazu, selbst wenn ich damit auch die Schwämmchen anfeuchte. Denn das ist auch so ein Trick, um das Make-up haltbarer zu machen, kann man das machen. Dass man einfach sein Schwämmchen nicht mit Wasser anfeuchtet, sondern mit Fixing Spray, weil das Make-up dann einfach länger hält, ne? Juti, Pantene Pro-V, Repair and Care, Pflegespülung, das ist diese hier, war auch so ein kleines Ding, das hat mir richtig gut gefallen, muss ich sagen, und das wäre auch ein Produkt, was ich nachkaufen würde. Ich mag ja richtig gerne den Duft von Pantene Pro-V und ja, das hat mir jetzt wieder gezeigt, dass ich das einfach gerne mag und das hatte ich in einem Tauschpaket, glaube ich, drin oder Trashpaket, fand ich richtig gut. Ich mag den Duft gerne, ich mag die Pflegewirkung gerne, ich mag das Preis-Leistungs-Verhältnis und kann das voll empfehlen, also ist wirklich klasse. So. Invisibubbles habe ich leer gemacht, aber, und jetzt kommt's, nicht für meine Haare, nein. Da hätte ich jetzt nicht in ein paar Wochen drei Viecher gebraucht. Ich habe mir von meiner Kollegin eine Falttechnik zeigen lassen, wie man sich diese Gesichtsmasken auch falten kann. Also ich habe mir selber auch welche genäht, weil ich auch durchaus nähen kann. Ich habe zwar keine Nähmaschine, aber ich mache das einfach mit Nadel und Faden und mit meinen zwei gesunden Händen, weil meine Oma mir das damals beigebracht hat. Und die ist auch ziemlich stolz auf mich, dass ich das mache jetzt, weil ich kann es einfach. Und ja, für wenn es mal schnell gehen muss, hat meine Kollegin mir gezeigt, wie man so eine Falttechnik anwenden kann. Und genau. Dann kann man da einfach Haargummis für nehmen, um die dann an der Seite dran zu machen. Und ja, dann habe ich da einfach zwei Haargummis, die ich vorher schön geweitet habe, indem ich sie ein, zwei Wochen in meinem Bommel getragen habe, genommen und dann an die Seiten dran gemacht. Und jetzt kann man das einfach so verwenden. Es ist total großartig. Also ich kann das wirklich empfehlen, die Invisibubbles dann als Gummiersatz zu nehmen, weil ich finde diese Gummis, die da dran sind, nicht so flexibel wie Invisibubbles, die ausgeleiert sind. Ne? Oder halt geweitet sind, wie auch immer man das nennen mag. Aber kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ansonsten Invisibubbles mag ich auch, verwende ich gerne, habe ich heute auch wieder drin. Ich habe gehört oder vielmehr gelernt unter meinem letzten Aufgebraucht-Video, dass Invisibubbles nicht dafür sorgen sollen, dass du keine Knicke in deine Haare reinbekommst, sondern sie sollen dafür sorgen, dass deine Haare nicht abbrechen. Und das kann ich bestätigen, weil ihr fragt mich ja immer, Claudia, was machst du mit deinen Haaren, dass sie so lang wachsen und dass sie so lang bleiben? Vielleicht liegt es tatsächlich auch daran, dass ich immer diese Telefonkabelviecher verwende und dass die Haare deswegen nicht abbrechen. Ich habe keine Ahnung, aber das wollte ich auch nochmal weitergeben, weil das fand ich als Tipp richtig gut und als Info vor allem, weil das war mir so nicht bewusst und könnte daran liegen. Und nochmal wegen, ne, Face Mask und so auch als Tipp. So,
Dann habe ich leer gemacht oder vielmehr aufgebraucht mein Foreo Mini Luna Play. Den hatte ich in einem Adventskalender drin. Das ist so eine Gesichtsreinigungsbürste, die man theoretisch jetzt auch so ohne Batterie noch weiterverwenden könnte. Das Ding bei diesem Ding ist, dass die nicht, also du kannst die Batterien nicht wechseln, weil das Ganze ist hier vollkommen verschlossen und zugemacht. Das ist halt wirklich so eine Einmalanwendungsgeschichte. Zum anderen habe ich jetzt meine Beurer Gesichtsreinigungsbürste, die ich einfach liebe. Und wo einfach solche Gummiviecher nicht gegen anstinken können, tut mir leid. Also es ist nett, es sieht auch noch wirklich alles gut aus hier, ne? Also die habe ich intensiv verwendet zum Abschminken, zum Einarbeiten von meinen Reinigungsgeschichten ins Gesicht und so weiter. Die hast du immer wieder schön sauber gekriegt. Also das fand ich schon gut vom Silikon her, aber ich würde safe niemals nachkaufen. 50 Euro für so ein kleines Ding, was du nach der Verwendung wegschmeißen kannst. Nein, das ist zum einen überhaupt nicht umweltfreundlich, zum anderen unverhältnismäßig. Also ich verlinke euch die Beurer Gesichtsreinigungsbürste in der Infobox. Das sind irgendwie 20 Euro oder so und die hat halt wechselbare Köpfe, die ist ganz normal batteriebetrieben. Easy. Das nicht. Also, ne, das wird halt auch irgendwann mehr, weil du halt, ja, weiß ich nicht. Also eigentlich nicht, weil du sie ja immer wieder reinigst, aber irgendwie, ich weiß nicht. Ich würde es nicht empfehlen, auf gar keinen Fall. Jo, dann habe ich ein Shampoo leer gemacht. Solche kleinen Shampoo-Dinger, das ist jetzt bei einem Trash-Paket oder Tauschpaket von Marion, glaube ich, mit drin. Genau, verwende ich an den Tagen, an Dienstags- und Freitagstagen, wo ich ja meine Spülung verwende, mein Bodypeeling, mein Gesichtspeeling. Das ist immer so, das sind meine zwei Tage in der Woche, wo ich entsprechende Sachen machen darf und kann. Und da man Shampoo nicht immer das gleiche verwenden sollte, weil die Haare und die Haarwurzeln und alles sich viel zu schnell dran gewöhnen, mache ich dann an den Tagen immer ein anderes Shampoo. Und dann nehme ich da meistens ein kleines, weil ich das ja nur zwei Tage die Woche verwende und nicht fünf Tage die Woche. Genau. Und da habe ich jetzt von Yves Rocher das Monoir de Tahiti aufgebraucht. Das fand ich aber doof. Also den Duft mochte ich gar nicht. Das war nicht meins. Das mochte ich irgendwie überhaupt nicht. Weiß ich nicht. Ich mag diesen Duft überhaupt nicht. Ich kann ihn auch nicht beschreiben. Das ist nicht Kokos, das ist nicht, ich weiß nicht, das ist merkwürdig. Ja, Pflegewirkung okay, hat die Haare sauber gemacht, aber war jetzt nichts, was mich so von den Socken gehauen hat. Bauri, ruhig sein. So, Zahnpasta habe ich leer gemacht. Ihr wolltet Haushalt, ihr kriegt Haushalt. Das ist von Elmex die Repair and Prevent Zahnpasta. Die habe ich von meiner Zahnärztin mitbekommen, genau, weil die gut ist für meine Zähne, weil ich habe auch so ein bisschen freiliegende Zahnhälse, da muss ich vorsichtig sein. Ja, ja, böse Claudi, ne? Genau, sofortige und anhaltende Linderung. Das ist wirklich eine Zahnpasta, die ich auch sehr gerne mag und die ich empfehlen würde. Die nun aber leer gegangen ist. Eine Haarkur habe ich leer gemacht. Das ist die Haarkur, wo ich letzten Monat dachte so, hä, du hast gar keine Haarkur hier, hast du nichts leer, hast du nichts verwendet? Doch, die habe ich verwendet. Die ist mir dann aber jetzt erst vor ein paar Tagen leer gegangen. Von L'Oreal Elvital, Anti-Haarbruch, Tiefen-Repair-Kur, Aufbau-Ceramid, Tiefen-Aufbau-Pflege-Boost, extra Geschmeidigkeit und Glanz, trockenes, strapaziertes oder brüchiges Haar. Die fand ich richtig, richtig gut. Die würde ich mir auch nachkaufen. Ich glaube, die habe ich sogar selber gekauft. Und die kann ich einfach empfehlen. Der Duft ist toll, mein Bauch krummelt. Ich habe so Hunger. Gleich gibt es was zu essen, alles gut. Die hat die Haare geschmeidig gemacht, die hat meine Haare gepflegt und hat mir gut gefallen, wirklich. So, dann habe ich hier ein Produkt, was mir überhaupt nicht gefallen hat und wo ich kurz vor, ich habe es aufgebraucht, abbrechen musste, weil ich einfach, ich habe mich nur noch darüber aufgeregt. Von Balea, die Body Lotion Soft Elegance, duftet nach Rose und Feige. Ja, hübsche Verpackung, schöner Duft, aber die weißelt. Und wenn Body Lotions weißeln, dann raste ich aus. Weil wenn ich das jeden Tag verwende und jeden Tag habe ich dieses Weißeln, ich gucke gerade die ganze Zeit nach oben, weil gleich ist hier meine halbe Stunde voll und dann hört meine Kamera auf zu filmen, dann ist das überhaupt kein schönes Erlebnis. Denn ich möchte tatsächlich, dass wenn ich mich abends eincreme, also für mich ist abends diese eine Stunde, die ich im Bad verbringe, mit Duschen, Eincremen, vielleicht mal eine Maske machen oder so, das ist so meine Me-Time. Das ist die Claudi-Zeit. Die Zeit, die ich mir nehme und wo halt auch alles, was ich verwende, mir gefallen soll. Und wenn ich dann etwas verwende, wo ich mich nur noch drüber aufrege, dann weg. Dann einfach weg. Das kann ich nicht haben. Und ich habe die jetzt wirklich intensiv aufgebraucht. Da ist, glaube ich, noch so viel drin, aber ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich habe ja mit euch meine ganzen Nagellacke getestet, ne? Danach habe ich diese Handmaske von Sephora gemacht und Leute, ja, das hat gut getan. Wiederbelebung der Hände nach Nagellack-Video, Rest super eingezogen. Genau, das sind einfach so Handschuhe, die man sich dann anzieht, die habe ich definitiv ziemlich lange draufgelassen. Ich glaube,
eine Stunde oder so, weil meine Finger waren ja echt tot danach, ne? Nachdem ich wirklich alle Nagellacke drauf gemacht habe, ablackiert habe und so weiter, war das echt eine Wohltat. Die habe ich mir damals im Sale gekauft und die würde ich mir auch nachkaufen. Ich weiß aber nicht, ob ich die für den vollen Preis nachkaufen würde. Weil das ist halt auch einfach eine Einmalanwendung, ne? Vielleicht tut es dann auch einfach mal eine dicke Schicht Handcreme und Baumwollhandschuhe drüber. Ja, genau. Also, ja. War aber eine Wohltat nach diesem Video, ich sage euch das. Dann habe ich das Gleiche halt für die Füße gehabt und Leute, da waren echt Pinguine drauf, ne? Das habe ich ja minimal gefeiert. Da habe ich drauf geschrieben, Achtung, Alliteration, pflegend Pinguine, Pedi at home. Also manchmal ist die Vergangenheits-Claudi echt ein Schelm, oder? Ja, das war mit Mandelöl, das war für die Füße, das hat gut getan, das fand ich gut, das ja, war ein schöner Spa. Dann habe ich hier eine Gesichtsmaske leer gemacht und zwar Face Sheet Mask. Das habe ich dann alles vor der, also wenn ich hier jetzt Gesichtsprodukte reinhalte, dann habe ich das gemacht vor dem 14. April, genau. Denn da habe ich angefangen, die Dalton-Produkte zu verwenden. Genau. Face Sheet Mask, Pearl Extract, Brightening and Anti-Acne, Made in Corina, das ist so eine koreanische Maske, die du im Action kaufen kann. Die habe ich auch, glaube ich, letztes Mal in die Kamera gehalten. Ich mag die sehr gerne, wie immer toll. Haut ist entspannt und fresh, habe ich hier drauf geschrieben. Definitiv eine Empfehlung und ja, fand ich gut. So, was haben wir hier von Weegans? Auch das ist ein Produkt aus einer Box, genau. Le Gil Nettoyant Visage, ich glaube... My Little Box oder so? Weiß ich nicht. Das kommt mir so... Oder Luxury Box? Ich weiß es nicht. Infusion Blanche. Okay. Ja. Revitalisierend, Poren verfeinernd und Post-Resi für gestresste Haut wahrscheinlich, soll das dann heißen. Das war einfach so ein Reinigungsgel, was ich dann unter der Dusche stehen hatte. Ja, war okay. Würde ich mir aber für den Preis nicht nachkaufen. Da würde ich mir dann eher eins kaufen, was vielleicht ein bisschen günstiger ist. War aber in Ordnung. Das ist ohne Tierversuche, das ist vegan, das ist ganz nett gewesen. Aber wie gesagt, so teure Produkte, ne? Freue ich mich, wenn ich die in Boxen drin habe. Würde ich mir aber nicht nachkaufen. Dann habe ich hier von Lancôme ein Produkt leer gemacht. Das Advanced Genifique. Das ist der Klassiker, ne? Das hat man immer mal wieder gesehen. Das ist so eine Mini-Pipette. Und da werde ich safe mal Vanessa fragen, ob die die haben will. Weil das ist doch eigentlich ganz süß, wenn du hier so eine Pipette mit dabei hast. Ach Mensch, süß. Ja, das ist einfach ein Gesichtsserum gewesen, was mir ganz gut gefallen hat. Und was die Haut auch entsprechend, ja, kann ich jetzt nicht so lange... sagen, Youth Activating Concentrate, also meine Jugendlichkeit ist jetzt nicht unfassbar krass zurückgekommen. Nein, also war halt ein schönes Serum, ne? Hat mir gut gefallen. Auf jeden Fall. Dann habe ich dieses Produkt leer gemacht von Dr. Pierre Ricot. Das ist die Nachtcreme Creme de Nuit Confort aux Probiotiques. Das ist diese hier. Den Titel finde ich wundervoll. Und das ist einfach eine regenerierende und detoxifying Nachtcreme. Die hat mir auch gut gefallen. Die hat mir richtig gut... Feuchtigkeit gegeben, das fand ich toll. Doch, eine regenerierende Detox-Creme für die Nacht läuft, ja. Und das ist halt so ein schöner Glastiegel und so schaut es dann aus. Die riecht sehr angenehm, cremig, ne? Also das ist wirklich sehr, sehr angenehm. Mochte ich gerne, doch. Eine sehr dicke Creme, hat gut funktioniert. Dann habe ich hier eine kleine Geschichte leer gemacht von Sulvasso oder Sulvasso Essential Firming Cream X. Das ist so ein kleines Pöttchen von Sandra aus dem Adventskalender gewesen. Ich glaube, das ist eine relativ teure Geschichte, ne? Ich glaube, das ist so Korea-Geschichten-Gedönsen. Heititai, das hat sehr kräuterig gerochen. Wie das jetzt von der Wirkung war, kann ich mich gar nicht so dran erinnern, weil ich da auch gar nicht... Das waren nur 5 Milliliter, die habe ich jetzt ja nicht so ewig verwendet. Wenn ich da jetzt nicht irgendwie drauf schreibe, dass ich die furchtbar fand, war sie wohl in Ordnung. Dann habe ich hier eine Augencreme leer gemacht und zwar die Ginseng Eye Cream Goemsan Korea, keine Ahnung. Ja. Und das ist halt mit Ginseng, eine Augencreme, die hat mir gut gefallen. Die habe ich von Yesstyle zugeschickt bekommen. Das ist halt wirklich so ein Glastiegel auch wieder. Und das ist ein großer Tiegel, ne? Da ist ganz gut was drin. Also, da kriegt man ordentlich was für sein Geld, weil günstig ist die nicht. Ja, die riecht halt auch nach fast nichts. Also dieses Ginseng hast du wahrscheinlich so ein bisschen als Duft mit dabei. Aber ich fand die gut, die hat mir gut gefallen. Würde ich meine Clinique All About Eyes dagegen eintauschen? Im Leben nicht. Das habe ich aussortiert. Das habe ich irgendwie Anfang April oder so verwendet. Von Pixi das Glow Tonic.
Das war echt nicht schön. Also das kommt jetzt in meine Aussortiertkiste und dann kann sich irgendwer anderes drüber freuen. Nee, das mochte ich nicht. Das habe ich als Toner verwendet. Da habe ich auch ganz gut verwendet, also so die Hälfte, ne? Aber ich finde, das hat bei mir hat es gebrannt. Das hat bei mir Pickel verursacht und auch wieder diese Orangenhautgeschichte. Ich glaube, ich komme einfach nicht damit klar. Exfoliating Toner mit 5% Glykolsäure. Ich glaube, diese ganzen Säurengeschichten, das ist einfach nichts für mich. Nein, einfach nichts für mich. Fruchtsäure, nein. Glykolsäure, nein. Hyaluronsäure, können wir drüber reden. Juti, dann habe ich hier von Douglas den Make-up Primer leer gemacht. Das ist dieser hier, der war im Adventskalender drin. Das ist so ein Silikonprimer gewesen. Ja, eher so Poren verfeinern, Poren auffüllend. Eigentlich eher weniger was für meine trockene Haut. Das ist eher was für ölige Haut mit vergrößerten Poren. Das habe ich Gott sei Dank eher nicht so. War okay, habe ich wie gesagt aufgebraucht, würde ich mir aber nicht nachkaufen, weil das einfach für mich keine Wirkung hat. Ne? Also das ergibt für mich nicht so den größten Sinn. Auch aus dieser Reihe von Dr. Pierrico, warum ist da so viel Kram dran, habe ich ein Nachtserum leer gemacht. Das ist das Serum de Nuit aux Probiotiques. Genau, das gehört halt einfach mit zu dieser Reihe mit dazu. Hat mir ganz gut gefallen. Die Reihe an sich hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das, was ich nicht vertragen habe, war die Augencreme davon. Aber das habe ich euch in einem anderen Aufgebraucht-Video schon gezeigt. Die hat nämlich gebrannt wie Feuer. Genau, den Spender finde ich ganz klasse. Das ist halt Glas, oben Pumpspender 1A. Auch da frage ich wieder meine liebe Vanessa, ob die die in ihrer Hexenküche gebrauchen kann. Dann habe ich hier von Dalton Produkte, die ich noch leer gemacht habe. Viermal habe ich leer gemacht von Dalton. Comfort Clean, Soft Skin Effect, das Enzym Peeling. So. Und ein so ein Sachet reicht für zwei Anwendungen. Das heißt, ein so ein Sachet pro Woche. Vier Sachets sind leer. Ne? Wir haben jetzt Mitte Mai, 10. Mai, wo ich das Video drehe. Passt. Das heißt, ja. Mache ich fleißig jeden Dienstag und jeden Freitag dieses Gesichtspeeling. Und ich muss sagen, es gefällt mir richtig gut, Leute. Ich bin ja sonst immer ein Verfechter von diesen mechanischen Peelings gewesen, aber Enzympeelings scheint was für mich zu sein. Säurepeelings, glaube ich, immer noch nicht so meins. Würde ich jetzt nach wie vor die Finger von lassen, gerade nachdem ich jetzt mit dieser Fruchtsäuregeschichte und der Bubble Mask ein bisschen Probleme hatte, denn da ist Fruchtsäure mit drin. Deswegen Orangenhaut wahrscheinlich. Passt irgendwie zusammen. Fruchtsäure, Orangenhaut läuft bei mir. Auf jeden Fall, die finde ich echt klasse. Und das wäre auch ein Produkt, wenn die Kooperation dann irgendwann mal vorbei ist, was ich mir nachkaufen würde, weil ich das gut finde. Das ist echt klasse. So, dann habe ich noch Ampullen gemacht, denn auch Ampullen wurden mir zugeschickt. Da habe ich hier von Dalton die Q10 Cell Energy leer gemacht. Das sind zweimal Anwendung, also zwei Anwendungen gewesen. Ne? Da habe ich noch weitere Ampullen, aber die Q10 habe ich jetzt leer gemacht. Haben mir gut gefallen. So, die Haut war wirklich schön danach. Es war alles sehr, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Es hat sich so fresh angefühlt. Die Haut hat das sehr, sehr schön absorbiert, nennt man das, glaube ich, oder? Weiß ich gar nicht. Wenn die das so einzieht, hat mir gut gefallen. Wirklich. Ich habe jetzt nicht irgendwie mega den Straffungseffekt davon bemerkt, aber es hat einfach gut getan. Doch, es ist auch schön einzuarbeiten gewesen. Es ist langsam eingezogen, aber es ist eingezogen. Und eine Ampulle habe ich pro Anwendung verwendet oder ja, mache ich ja generell. Habe ich schön eingearbeitet und meine Haut hat sich danach echt gut angefühlt. So, weitere und ausgiebigere Informationen folgen dann irgendwann in diesem Dalton-Video, was ich drehen werde. Das muss ich hier nur vorsichtig hinlegen. Und da haben wir schon die erste Geschichte hier leer. Und der Halbzeit ist, zeige ich dir mal, was du in diesem Video gewinnen kannst, oder? Blende ich dir mal ein. Einweghandschuhe haben wir leer gemacht. Die braucht man aktuell einfach. Ne? Haben wir jetzt aber nicht in den letzten 4 Wochen leer gemacht. Nein, das dauert immer ein bisschen, bis sowas bei uns leer ist. Du kriegst die auch leider nicht mehr nach. Das ärgert mich ein bisschen, weil ich verwende die halt auch zum, wenn ich Semi-Hygiene betreibe, wenn ich bei meinem Hund Sachen mache, die man halt einfach lieber mit Handschuhen macht. Auf jeden Fall Einmalhandschuhe haben wir hier und die sind ganz gut. Die haben wir vom Rewe gekauft, haben wir in der Größe M bis L. Mein Freund und ich haben ziemlich gleich große Hände, deswegen passt das ganz gut. Ich habe wirklich große Hände. Für eine Frau habe ich richtig große Hände und er hat für einen Mann relativ kleine Hände, würde ich eigentlich so sagen. Deswegen passt das bei uns immer ganz gut. Wir haben die gleiche Handschuhgröße, was sehr praktisch ist, denn dann haben wir die gleiche Größe auch bei Gartenhandschuhen, die gleiche Größe auch bei Bauhandschuhen und sowas alles. Es ist 1A bei uns, also wir sind da, wir ergänzen uns wundervoll. Ja, das nächste, was ich leer gemacht habe, ist hier Yesa Nature. Das sind Slip-Einlagen.
Ich muss sagen, dass ich die anderen doch besser finde, weil die hier verbiegen sich so sehr. Ich habe sonst immer die Flexiform-Slip-Einlagen, die sind das hier, die? Da, die hier, ne, von Yessa. Die finde ich einfach besser, weil die einfach an Ort und Stelle bleiben. Bei denen ist es so, die knicken sich so komisch und dann hast du ein komisches Gefühl unten rum. Deswegen würde ich die nicht nachkaufen, die sind mir da einfach zu starr. Ja. Die finde ich besser. Und die haben hinten Blumis drauf. Ich fand die schöner, als sie noch einen Schmetterling hatten. Aber es ist, wie es ist. Das habe ich noch nicht ausprobiert, das kommt erst beim nächsten Mal ran. So, den habe ich leer gemacht von Frosch, den Badreiniger. Das ist der Himbeeressig-Antikalk. Also nicht Badreiniger, sondern der Himbeeressig-Antikalkreiniger. Ja, effektiv. Aber den Duft finde ich jetzt nicht so ultra geil, um ehrlich zu sein. Das mit dem Himbeer kommt wohl so raus. Es riecht wie süßer Essig. Und das ist irgendwie sehr verstörend, wenn man das benutzt, finde ich. Da kannst du dir auch den ganz normalen wahrscheinlich auch nehmen. Aber jetzt aktuell verwenden wir den Zitrusreiniger von Frosch. Der passt irgendwie besser zur Reinigung, finde ich. Weil das ist irgendwie so, weiß ich nicht, irgendwie fühlt es sich mehr an, als würde man ein Bad sauber machen, als wenn du irgendwas verwendest, was riecht wie Salatdressing. Weißt du? So, ja, aber es entfernt auf jeden Fall den Kalk, es macht das Bad sauber, gefällt mir richtig gut und ist dabei halt auch einfach noch grün unterwegs und es gefällt mir. Und ich weiß auch nicht, warum ich hier so einen Sticker drauf habe. Ich glaube, der war oben drum und dann haben wir den runtergeklebt. Ja, ich glaube, das war so, ne? Ja, werde ich auf jeden Fall eher in der zitrischen Geschichte nachkaufen. Wobei ich den Himbeeressig auch schon zigmal nachgekauft habe. Egal, ja, safe. Klopapier ist leer gegangen. Das ist das von Shea, ne? Für mehr Popovisität. Ich hatte mir im Sale einiges an Share-Klopapier mitgenommen. Ja, ist leer. Dann die Nexa-Lotte. Fliegenfrei in der Biomülltonne. Die ist jetzt seit ungefähr einer Woche bei uns in der Biomülltonne. Ich kann da halt noch nicht so viel zu sagen. 3 Monate wirksam. Stand jetzt, wir haben keine Fliegen, wir haben keine Maden, auch nachdem es so richtig warm war. Aber sowas kommt ja erst im Hochsommer. Ich denke, dass ich mir das zur Seite legen werde und in jedem Aufgebraucht-Video einfach nochmal einen Ton dazu sagen werde, denn da haben sich viele für interessiert und viele haben sich das tatsächlich auch nachgekauft, als ich das erzählt hatte in meinem DM-Haul, dass ich das gekauft habe. Ich glaube, das kostet 5,95 und wenn das wirklich, wirklich 3 Monate lang meinen Mülleimer fliegenfrei hält, werde ich mir das nachkaufen und in einem Monat oder beim nächsten Aufgebrauchvideo reden wir nochmal drüber. Das heißt, ich lege mir das hier nochmal zur Seite. Ja, das haben wir leer gemacht. Von Airwick, zauberhafter Winterpunsch, ja, habe ich in meinem Zerstäuber, der bei uns im Badezimmer steht. Das ist so ein automatisches Produkt, der halt alle 9, 18 oder 36 Minuten sprayt, je nachdem, was man da einstellt. Ja, ist halt leer gegangen, ne? Ist halt Winterpunsch gewesen, hast du von Winterpunsch nicht viel von gerochen. Ich finde, das hat einfach nur so einen Duft im Badezimmer gegeben, dass es einfach sauber riecht. Ja, ich habe jetzt welche nachbestellt, weil die von Denk mit passen da nicht rein. Ihr habt mir das zwar geschrieben unter meinem DM-Haul. Wir haben das versucht, mein Freund hat das Ding sogar leider kaputt gekriegt, indem er diesen Bümpel da oben abgeschnitten hat. Aber es passt nicht rein. So, weil es, glaube ich, zu groß ist. Und ja, wenn ihr da irgendwelche Tipps habt, wie das reingehen soll, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wir haben uns jetzt wieder die von Airwick nachgekauft. Die kommen demnächst im Rossmann-Hall. Also ja, habe ich heute bestellt. Und ja, wie gesagt, nach Winterpunsch hat es nicht gerochen. Ist aber eine schöne Geschichte, nice to have. Ich mag auch gerne diese Duftstäbchen, aber ich finde, dass das hier intensiver riecht, weil das halt immer wieder dieses bewusste Sprühstrahl raus, keine Ahnung, ist irgendwie intensiver. Ich sehe, ich habe noch eine Kosmetiktücherbox leer gemacht. Shame on me. Ja, ich glaube, mein Freund hatte Schnupfen, da war was. Da irgendwas ist da in meinem Kopf drin. Ne? Auch recycelt mag ich sehr gerne. Wie gesagt, jetzt komme ich gerade leider nicht an die Recycelten dran, da wirklich überall ausverkauft ist. Ich nehme alles, was ich kriegen kann. So, Nire Face Prep Tool liegt hier immer noch drin, habe ich immer noch nicht verwendet. Freiöl-Lippenbalsam, den habe ich aus meinem Bett, wollte ich gerade sagen. Nein, den hatte ich an meinem Bett liegen. Den verwende ich, oder das habe ich abends immer verwendet vorm Schlafengehen. Und ja, das hat meine Lippen schön geschmeidig gemacht, hat mir gut gefallen. Ist so eine gelige, silikonartige Geschichte, fast wie ein Primer ist das so gewesen. Und ja, hat mir aber gut gefallen, hat meine Lippen gut genährt und hat mir gut gefallen. Ja, dann habe ich hier noch ein weiteres dekoratives Kosmetikprodukt leer gemacht und zwar von Revolution Pro Supreme Hold Finishing Spray. Ich mag einfach den Duft von diesen Revolution Fixing Sprays nicht so gerne. Auch das von Revolution Pro
riecht nicht unbedingt viel besser. Es riecht okay, ja, annehmbar, aber ich würde es nicht nachkaufen. Tatsächlich. Ja, und es hält das Make-up schon an Ort und Stelle, aber Duft ist bei mir auch immer so eine Sache. Wenn solche Sachen stinken, mag ich die nicht. War's das? Das war's. Wir sind fertig. Yay! Das war mein Aufgebraucht-Video und hey, es ist keine Stunde geworden. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Aufgebraucht- und Plattgemacht-Videos. Ja, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich echt von Herzen darüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!